Gravity VR ist ein kleiner interaktiver VR-Film für die Pico 4. Das Ding kostet 2,99 €. Ja, und zwischendurch zeige ich ja gerne mal solche Apps oder solche kleinen VR-Filmchen. Und diesen hier, den kenne ich noch nicht. Dann habe ich mir gedacht, ja, so Gravity in Virtual Reality, da kann man eine Menge machen. Ist ja auch, wie gesagt, interaktiv laut Beschreibung. Und ich würde sagen, ja, Film ab. Ja Leute, ich bin in Gravity VR und das erste, was mich hier anschaut, ist Englisch oder was anders. Ich nehme natürlich Englisch. So, schauen wir mal. Ist ein Film, interaktiv glaube ich ein bisschen, ne? Und ich bin sehr gespannt. So, ich höre nur was. Okay, da tut sich was. Gravity VR, es ist, ja, ein bisschen unscharf, also das kann man ein bisschen schlecht lesen. Dieses Written and Directed by, okay. Start, Exit, das sind zwei Apple. Point to fly, grab objects. Und ich soll mich hinsetzen. Ich mache das Ganze aber jetzt hier mal im Stehen. Wird schon funktionieren. So, grab objects. Okay, das ist jetzt also sehr unscharf da hinten. Also das... Oh, Leute. Ihr macht es mir schon wieder richtig schwer hier. Okay, egal. Okay. Was denn? Okay. So, Delirium XR. Ja, ich fühle mich ja so ein bisschen wie im Delirium. Wenn ich mir die Optik so anschaue. Ich bin jetzt gespannt. Also es muss ein bisschen was kommen hier. Komm. Ich höre wieder nur Wind, der Wind, der Wind. Okay, jetzt kommt eine Musik. Okay, ich bin hier mitten im luftleeren Raum und hier schweben so Dinge vor mich rum. Schwarz-Weiß, Optik, na ist okay. Okay, was soll ich jetzt hier machen? Soll ich das jetzt fangen oder was? Ach tatsächlich, guck mal, ich kann hier Sachen fangen. Kann man das auch ansaugen oder so? Nee, komm mal da. Komm her. So. Okay, das sieht gar nicht ganz so blöde aus hier, ne? Das ist jetzt hier meine Aufgabe oder was? Sachen fangen? Oder passiert da noch was? Drehen oder so kann ich mich nicht? Guck mal hier. So, komm mal her, was ist das denn? Okay, was ist das? Das ist eine Toilette oder was soll das sein? Ich habe keine Ahnung. So. Hey, guck mal, das ist ein Mannequin. Hallo, Mannequin. Hallo, Mannequin. Noch ein Mannequin. Die kann ich mir nicht packen. Okay, die schwirren da jetzt so rum. No one really knows how this story begins. Ja, ich auch nicht. Stehe mitten im luftleeren Raum. Okay, es ist keine Untertitel. Was ist das? Ich hab's kaputt gemacht. Ach nee, das war der Vorspann. Okay, Gravity VR. Ich weiß nicht, wie lange das geht. Ne? Ist wie gesagt so ein kleiner Interactive Movie. Die müssen natürlich eigentlich immer so von der Optik richtig einen raushauen. Okay, also Kanten vom Kühlschrank hier, das ist okay. Von den Figuren hätte ich mir ein bisschen mehr erwartet, ne? Ach guck mal, den kann ich das hier wegnehmen. Haha. Living alone in the world with no ground beneath their feet. Ich kann mir auch die Tasse wegnehmen. Könnte das auch machen? Komm, ich mache mir so einen Kaffee. Was war das? Okay, ich habe jetzt nichts verstanden. Was ist diese komische... Okay, also ich kann die Dinge hier so nehmen. Von der Story raff ich gerade gar nichts. Okay, das ist alles Bunte hier, so ein Apfel. Guck mal, das prallt sogar ab, ne? Okay. Zack. Benedito. Not so much. Was hab ich gemacht? Osario had a restless mind, always full of questions. So, der hat hier ein Buch. Guck mal, da ist sogar was drin. Not so much. Gravity. Ich will das, der Superman da oder was, ne? Komm mal her. Ey. Ja, okay. Also, von der Story selber habe ich jetzt hier nichts verstanden. Ihr wahrscheinlich auch nicht, weil ich die ganze Zeit dazwischen gequasselt habe. Okay. Ja, ich weiß. Untertitel machen die Immersion kaputt, aber Untertitel helfen natürlich, wenn man das nicht so richtig versteht, ne? Until one day. Nee.
Da kann man da durchgucken? Kann man sogar, ne? So ein bisschen, aber es macht nichts größer. Das ist Abprall, das finde ich cool. Okay, jetzt bin ich im Fernglas. But out of everything he saw, one thing in particular caught his attention. Mhm. Ey! Ey! Ich bin am Stehen, am Sein. Komm mal her. Dot. What was so special about this dot? It was the only object that didn't move. Deswegen zum Thema Sitzen, ne? Throughout his entire life, Azaleo had never seen anything so still. Okay, ich hab den Dot auch hier. Zuck! Ah, meine Hand! Habt ihr das gesehen? Hat mich erschrocken über meine eigene Hand hier. Chapter the Dot. Ich dachte, steht hier The End oder so. Okay. Chapter the Dot. Became Azaria's obsession. Okay. Also er spielt jetzt wohl nicht mehr mit dem. Er ist jetzt hier voll auf den Dot-Trip. Ich mach auch mal den Dot-Trip hier, komm. And by staring at it for so long, he noticed something rather odd. Okay. Guck mal, ein Edding. Oder was ist das? Ja, ne? Er malt da gerade was, ne? The dot grew bigger day by day. Jo. Also der Dot wird immer größer. Ja, mach mal. Okay, das ist eine Zielscheibe. Mach her das Ding. Let's say that growing up in a world with no ground makes the concept of falling. Ach so, der hat ja gar keinen Boden, ne? Aber er sieht trotzdem irgendwie einen Boden. Das ist unscharf. Aber das soll so, ne? Da ist ja Apfel in der Mitte. So, der hat einen Apfel in der Fresse gekriegt. Leute, das geht abwärts hier. Das ist scheiße im Stehen. Okay. Ja, ich falle auch gerade. Also es war jetzt schon so ein bisschen Gefühl in den Beinen, muss ich sagen. Guck mal, ich kann die Sachen hier fangen. Ja. Okay, nehmen wir immer dieselben Sachen, ne? Zack. Ist das? Karton. Okay, ich kann hier alle Sachen fangen. Aber es sind immer die gleichen. Da war ein Schuh. Da. Ah. Flasche. Achso, ihr wollt das sehen, ne? Und ich gucke hier die ganze Zeit in die Tiefe, ne? Scheiße. Okay. Ja, es geht immer tiefer runter, aber es gibt kein Ende hier. Okay, jetzt tut sich was. Der Hintergrund ändert sich. Ach, wieder ein Stück Dach. Ne, was ist das überhaupt? Ist das ein Haus oder was? Irgendwie ist doch hier ein Gebäude zerflogen. Ne? Muss da so ein... Ah! Kiste ins Gesicht hier. Guck mal, das ist auch irgendwas von so einem Haus. Ne? Ist das ein Bücherregal oder was? The Distance. Okay, Chapter 2. Guck mal, der baut sich einen Fallschirm. Wieder nicht so tief oder so schnell fällt, ne? Ja, was der andere da macht, das weiß ich immer noch nicht. Weißt du was denn? Hä? Ich kann den nicht klauen. Okay, der baut sich da die Schirme dran, der spielt alleine Schach. So, kann ich mir jetzt hier was klauen? Immer noch nicht. Hallo, der kommt aber ganz schön nah hier, was soll das? Okay, jetzt wird es ein bisschen surreal, ne? Aha. Ja gut, ich meine, wenn ich jetzt mit so einem Kühlschrank mit vier Schirmen durch die Gegend eiern würde, ich glaube, da muss man echt was in die Kirche sich eingenommen haben, damit man das so sieht, ne? So. Obwohl, das ist ja hier auch surreal, ne? Ich meine, was ist das denn? Na, guck mal, da ist ein Flugzeug. Das stürzt gerade ab. Okay, dann war das ein Flugzeug, was abgestürzt ist hier, das Ganze. Aber wieso ist da Holz bei?
Okay, das ist ein Hammer. Kleine Gegenstände. Dank, dank, dank. Guck mal, das finde ich echt geil, diese Physik da hinter, ne? Wenn das so abprallt, so zurückkommt. Ich verstehe ja auch nichts. Es ist nett gemacht, ne? Muss man sagen. Aber ist jetzt hier nicht so ein Ober-Highlight-Kracher, dass ich sage, ja, sowas habe ich noch nie gesehen oder so. Aber nett erzählt. Er hat's abgeschnitten. Jetzt ist er weg. Tja, dumm gelaufen, ne? Ciao, ciao. Okay, da kommt wieder das Klo. Was ist das denn? Sitz? Das ist ein Sitz vom Flugzeug, ne? Oder aber auch ein bisschen sehr... Ja, aber das passt ja nicht. Das andere ist Holz. Komm, hier hast du einen Sitz. Ja, oder auch nicht. Der war im Fallschirm. Ja, ist scheiß gemacht da, ne? Who do you want to end this story with? Fly towards one of the characters. Fly towards one of the... Was soll ich? Wie mein das? Hä? Ich fliege gar nichts. Ich weiß nicht, was ich hier tun soll. Chapter the Impact. Ich habe gar nichts gemacht, oder? Ich habe keine Ahnung. Egal. Wir machen jetzt den Impact hier. Okay, es geht rasend abwärts hier. Und ich fange dich. Oder auch nicht. Na du? Hätte ich jetzt auch den anderen nehmen können? Das habe ich nicht gerafft, wie ich hier fliegen soll. Okay. Weißt du ein bisschen was von Dr. Who, ne? Der hat aber eine Telefonzelle, keinen Kühlschrank. Okay, jetzt geht's hier in den Impact. Boom. Der ist weg. Okay, es wird immer größer, das schwarze Loch hier. Leute, ich werde eingesaugt. Ciao, ciao. War schön mit euch. Ich bin im schwarzen Loch. Ob ich jemals wiederkomme, ich weiß es nicht. Nö. Okay. Ist zu Ende. Nee, ist nicht zu Ende. Okay, wir sind gelandet. Hier liegt der ganze Scheiß. Ich kann den Scheiß aber... Ah, jetzt kann ich ihn doch aufnehmen. Was ist das denn? Was ist das? Kann ich nicht lesen. Oh, guck mal, das macht sogar Geräusche hier. Da ist ein Motor, ne? Vom Flugzeug. Das ist doch hier ein Propeller, ne? Obwohl, das ist ein Schiff. Das ist so eine Schiffsschraube. Okay, auf jeden Fall ist... Guck mal, da fällt noch mehr vom Himmel. Wem habe ich denn gerade was gesehen? So ein bisschen, seht ihr? Das fällt aber in die Erde rein, also es ist nicht so... Guck mal hier. Kann man den das vom Kopf werfen? Tatsächlich. Ah, aber das Ding hier, der Film registriert, wenn ich da was hingetan habe, ne? So, kann ich mich hier bewegen oder so? Nee, ne, gar nichts, ne? Aber es ist von der Optik jetzt nicht so super mega. Also da wäre wirklich ein bisschen mehr drin gewesen und so schön knackscharf. Nicht so unruhige Kanten. Es ist ja nun mal nur ein Film, ne? Okay, ich bin wieder im Fernglasrohr. Das ist der dicke Mann, den ich nicht verstanden habe. Okay. Ja, ist immer schwer, ne, solche Sachen zu zeigen. Osario. Was sagt mir das? Irgendwann kenne ich das, ne? Ich weiß nicht mehr. Great morals to be gained from it? He had a feeling that there were, but he couldn't be sure. He'd have to gather facts, analyze. So, ich gehe mal davon aus, wenn das jetzt zu Ende ist, bin ich genauso schlau wie vorher, ne? Okay, da kommt wieder diese Hand, die malt ein Edding. Das bin ich aber nicht, ne? Ich bin das nicht, also. Die malt ein Edding, die malt einen Punkt mit einem Edding. Ich bin hier schon völlig verwirrt, guck mal. Ist ja auch ein verwirrter Film. So, er macht sich hier bequem. Und gleich fällt er mit seinem dicken Arsch hier rein. Ey, wenn er nicht aufpasst. Ja. Was kommt jetzt? Ende. Tatsächlich, sie end. The Other Ending? Okay, ich habe keine Ahnung, was war denn das jetzt? Mach mal The Other Ending. The Absence. Jetzt kann ich den dicken nehmen, ne? Oder was, ne? Das andere war ja The Impact. Das war der Mann mit dem Kühlschrank. Oder?
Tatsächlich, jetzt habe ich hier den dicken Mann. Und der mit dem Kühlschrank ist ja abgestürzt, ne? Aber ich habe das Ding jetzt hier nicht gerafft. Also das ist wieder was für euch, für die Kommentare. Wenn ihr überhaupt was verstanden haben solltet, weil ich die ganze Zeit hier wieder gelabert habe. Aber gucken wir mal. Aber der stürzt ja nicht ab. Der müsste jetzt ja gleich dann auf den Typ so drauf, ne? Weil der hat ihn ja mit dem Fernrohr so beobachtet. Also hier wird auf jeden Fall doch was erzählt. Okay. Das ist ein bisschen was so Michelin-Männchen, ne? Guck mal, da unten hinten was dran. Ist der nackt? Tatsächlich, der ist nackt, Leute. Guck mal. Was ist das denn? Ja, Freely. Da flabbelt alles, ne? Freely hier so zwischen den Beinen. Na, egal. Komm her. It's best that we stop the story. Weg ist er. Da war das andere Ende aber toll. Ne? The other ending habe ich doch schon gesehen. Okay, dann mach Exit. Okay, Leute, das war's. Ah, ich bin sogar komplett raus. Ja, weiß ich nicht, ne? Okay, das ist Gravity We Are. Ich habe nichts verstanden und ich würde sagen, ihr bleibt noch ganz, ganz kurz dran. Bis zum Fazit. Ich habe schon viele VR-Filme gesehen und dieser hier, der holt mich irgendwie gar nicht ab, muss ich ganz ehrlich sagen. Erstmal die erste Frage, für was 2,99 €? Kostenlos wäre natürlich hier komplett angebracht gewesen. Klar, der Entwickler möchte verdienen, aber ich habe auch schon VR-Filmchen in dieser Preiskategorie gezeigt und da habe ich auch zum Schluss gesagt, das ist okay. Das Ding hier geht ja überhaupt nicht lang, es ist sehr, sehr kurz, wir haben noch niemals Untertitel. Technisch, optisch ist das jetzt hier auch nicht der Oberkracher, muss ich ganz ehrlich sagen. Interaktiv, ja, ich kann die Dinge in die Hand nehmen, die hier so rumfliegen. Ich kann damit aber nichts machen. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon. Also die Story habe ich komplett gar nicht verstanden. Wie gesagt, die Zeit ist sehr, 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 sehr kurz. Einziges cooler Effekt war einmal, wo das Ganze auf einmal so schlagartig nach unten ging. Da habe ich so ein bisschen meine Knie gemerkt. Das war so ein kleiner Wow-Effekt, ne? Wenn ich hier vom Wow-Effekt sprechen darf. Aber ansonsten, das Ding wird auf jeden Fall ja nicht bei mir haften bleiben, weil es war jetzt irgendwie nicht spektakulär. Vielleicht habe ich auch wieder irgendwas übersehen. Es war eine dramatische Geschichte, ja. Und dann tut es mir leid, dann klärt mich gerne auf. Indem ihr das natürlich alles hier unten in die Kommentare schreibt, werde ich mir alles durchlesen und natürlich auch beantworten. Jetzt noch ganz schnell raus eine Einladung an euch da draußen, nämlich für unseren Discord-Server und natürlich auch unsere Facebook-Pico-VR-Deutschland-Gruppe. Beide Social-Media-Kanäle findet ihr natürlich hier in der Videobeschreibung, also die Links dorthin. Einfach mal draufdrücken, einfach mal joinen, es kostet nichts. Schaut euch um, wir freuen uns auf euch. So, solltet ihr jetzt die 2,99 € in die Hand nehmen und euch das Ding selber anschauen, wünsche ich euch natürlich viel, viel Spaß damit. Und ansonsten hoffe ich natürlich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen.